Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir klappen uns erstmal unseren Roder hier zusammen und ich möchte mir noch mal ganz kurz hier einen kleinen Überblick verschaffen über unsere Felder. So. Das ist Unkraut, aber mit dem falschen Reiter noch drin. So, einfach mal hier die erntereifen Felder anschauen. Das sind die beiden. Ja, wir müssen aber erst das abernten. So, hier sind wir fleißig am Pflügen. Das funktioniert ja. Okay. Das passt. Das passt soweit. So, dann darf nämlich der Kollege hier wieder zum Hof zurückfahren. Und, ja. Wir werden dann mit dem hier Silo abladen fahren, weil wir haben noch nicht die Produktion gekauft, dass wir, wie soll ich sagen, dass wir die Kartoffeln weiterverarbeiten können. So, jetzt haben wir es gefunden. Aber jetzt erstmal hier ans Sägewerk und die Paletten auslagern. Das heißt, hier haben wir dann noch 31 Paletten frei. Zack. Nehmen wir die natürlich mit. Aber wir werden, glaube ich, im Palettenlager werden wir voll haben. Meine ich. Mit USB und Spanpalette. Da müssen wir einfach ganz kurz schauen. Standorte anzeigen. Zentrallager ist voll. Und Zentrallager ist voll. Das heißt, ja, wir werden das einfach verkaufen. Nicht Wasser. Ich will Verkaufsstellen. Und zwar Baumarkt. Das ist die einzige ja, Abladestelle. Oder Verkaufsstelle, sagen wir es mal so. So. Wollen wir nochmal zur 78 fahren. Die neuen Anfahrpunkte sind eben für mich jetzt die 78. So, hallo. Ich würde hier gern einsteigen. Dankeschön. Bevor wir jetzt da weitermachen mit dem Kollegen auf Feld 13, das Güllefahren, werde ich jetzt hier einfach mal schnell hochfahren und schauen, dass ich mal einen Drescher abgetankt bekomme. Und irgendein anderer Abfahrer, der steht. Warum der jetzt steht, weiß ich nicht. Müsste ich schauen. So. Wunderbar. Bin mal gespannt, welchen ich jetzt hier mir rauspicke. Zum Abbunkern. Ich glaube, der ist nicht so voll. Nein, der war es. Der war es definitiv schon mal nicht. So, gucken wir mal bei dem vorne dran. Ja, da muss man jetzt halt einmal hier ein bisschen durch das Feld fahren, aber das ist ja nicht schlimm. Ich habe ja zum Glück die Fruchtzerstörung aus. Der ist es auch nicht. Das ist der mit 40%. Das ist der mit 40%. So. Jawohl. Und die beiden schon mal abgebunkert. Ja, da müssen wir halt schauen, ob wir es da langsam den richtigen treffen. Beziehungsweise halt runtergehen, 78 nochmal ein hochfahren. Also es ist wahrscheinlich wieder 3 oder 4. Aber ich vermute, es ist die 4. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal die 3 ein bisschen abbunkern. Nochmal die 26%. Weil die 4 ist gerade am Drehen. Deswegen werde ich jetzt hier den einfach abbunkern und dann schauen, dass ich schnellstens hochkomme. Silo
abladen. Zack, und ich will jetzt natürlich hier ganz schnell hier hin. Fast Track auch hat sich der Fast Track auch angereiht. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir schnell, ganz schnell da Richtung Richtung den Drescher kommen. Und den Drescher, um den es geht, der müsste blinken, den ich ganz dringend abbunkern muss. So, blinkst du? Ja, der blinkt. Oder? Ja, der blinkt. Relativ schwer zu erkennen gewesen. Aber egal. So. Aber auf jeden Fall schon mal den Drescher gerettet, dass der einfach weiterfahren kann. Der Kollege. Ja, da kriegen wir ordentlich Socken hier zusammen. Der ja weiter vorne. Der Kollege weiter vorne. Der dann hier noch entleert werden möchte. Zumindest können wir da nochmal 35% raus. Das heißt, wir haben ihn auf jeden Fall wieder sehr gut in den unkritischen Bereich bekommen. Das ist ja eigentlich immer mein Hauptziel, dass ich die so wenig wie möglich im kritischen Bereich lasse. So. Natürlich darf der direkt Silo abladen fahren. So. Feld 14, 13 haben wir ja. Da haben wir noch keinen Güllekurs gefahren. Ist ja aber auch nicht schlimm. Das verlangt ja keiner von uns. Das verlangt ja keiner von uns, dass wir hier sofort alle Kurse haben. Aber nichtsdestotrotz, upsala, hier muss ich ja hin. Kurs speichern und den Kurs nenne ich natürlich Gülle ausbringen 36 Meter. Aber dass wir da ein bisschen die Felder ausgebracht haben. So, natürlich können wir den jetzt schon mal direkt in Moment, der ist jetzt da angekommen. Das heißt, es wurde schon ein Teil verkauft. Da wurde jetzt schon ein Teil verkauft. Na gut. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal hier in den Werkstatt-Trigger. Das müsste doch, ich glaube, so passen, dass der beides repariert. Ja, das macht er auf jeden Fall. Ist der hier unten angekommen? Auf jeden Fall die Kartoffeln mal abladen. So. Natürlich ganz entspannt hier, langsam und gediegen. Ja, nicht zu schnell, zu hektisch werden. So, die guten Kartoffeln haben wir jetzt im Lager. Also irgendwie habe ich jetzt gerade Probleme. Oh, da oben ist rot. Irgendwas mit Shader. Er betrifft mich jetzt erstmal nicht. Oh, jei. Rückwärts hinfahren ist auch eine Kunst, die ich jetzt nicht beherrsche. So, das heißt, ich suche mir jetzt mal noch den Kompost raus. Ich glaube, ich habe ein bisschen was eingelagert. Ich glaube, sogar ein bisschen viel sogar. Jetzt müsste er gleich kommen. Der Kompost. Hülsenfruchtstroh, Müsseln, Kompost. So. Entschuldigung.
Natürlich fahren wir jetzt erstmal ein Stück weit hoch in die Nähe von den Dreschern, dass wir nachher einfach nicht so weite Fahrwege haben. Aber jetzt, wo wir die Luft haben, können wir es natürlich machen. Ihr könnt schon sehen, also theoretisch jede Bahn, wo wir machen, sind ja 52 Meter. Und das merkst du halt ordentlich, ne? Also zwei Bahnen hin und her sind 100 Meter oder über 100 Meter. Und das merkst du halt wahnsinnig. So, zack. Das müsste doch jetzt überall im Trigger sein. Jawohl. Das ist einmal komplett hier im Trigger. Das heißt, das geht jetzt alles in den Verkauf. Das ist jetzt auch gut, weil so kann ich mir ein bisschen meinen Puffer halten, den ich hier mal aufgebaut habe. Also finanziellen Puffer natürlich. Und das gleiche machen wir jetzt hier mit dem Kollegen. Da sind wir schon. Haben wir einiges an Geld eingenommen. Das ist angekommen beim Silo abladen. Ihr könnt aber fast wetten, ich kann es nicht abladen, weil ich parallel laden tun. Aber da wir mit dem einen Dresch wieder bei 70% sind, das ist halt das Problem. Den Drescher müssen wir jetzt erstmal wieder rauspicken. Der letzte Drescher ist es, glaube ich, nicht. So, ich werde jetzt aber hier vorbeifahren. Nein, der war es nicht. Der Kollege vielleicht? Nein, der weiß auch nicht. Ja, da ist jetzt halt eben das Problem. Muss man jetzt halt irgendwie rausfinden, welcher das war. Der weiß auch nicht. Da kann es ja nur der hier vorne sein. Ah, mit seinen 70%. Und ja, da sieht der Korntank schon eher nach 70% aus. Das ist eben das Ding. Ne? Das Korntank. Und ja. Wunderbar, wie das hier reinrieselt. Dann können wir auch gerade noch den letzten dann abbunkern. So. Und die letzten paar Prozentchen da noch reinlaufen lassen. Genau, den Kompost brauchen wir an den Plantagen, zum Beispiel Pflaumenplantage, Apfelplantage, Pfirsichplantage, nur mal um jetzt drei zu nennen. Ich denke mal, da werden es noch mehr sein im Endeffekt. So, kurz warten, bis der hier gewendet hat. Er macht Schneidwerk wieder runter. Also legt er los und können wir auch direkt neben dran fahren. Das ist nicht so das große Problem, würde ich sagen. So. Sehr schön. Dann darf der wieder losfahren nach Hause. Und der hier ist fertig mit den Steine sammeln. Das müsste ja dann die 37 gewesen sein. Die muss man hier ganz kurz größer machen. Yep. Die 37. Somit wäre das Feld auch erledigt. Und dann sind wir, glaube ich, bei der 42 am Kalken. Am Pflügen. Würde ich einfach mal sagen, da fahren wir zu 42. Das sind wir einfach so frech. So. Ach, guck mal, der Kompost ist wieder fertig geladen. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal das ganze andere gut entladen. Ist der hier oben angekommen am Hof? Fahren wir auch mal ein Stückchen noch rein. So. Genau. Der ist hier unten angekommen. Auch nochmal schnell entladen. Aber gut, meine Freunde. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!
Ciao, ciao.